Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist viel passiert in den letzten Wochen, seitdem wir das letzte Mal hier live auf Sender waren. Das Sauerwort in Deutschland scheint derzeit Lockerungen zu heißen. Viele glauben, wir sind in der Endphase der Pandemie und können jetzt wieder zum normalen Leben zurückkehren. Auch der Gesetzgeber hat das eine oder andere auf den Weg gebracht, was in diese Richtung deutet. Die Einzelhändler haben jetzt wieder komplett geöffnet. Auch sind die Gottesdienste ab dem 1. Mai wieder vollumgänglich zulässig. Wir hören davon, dass in den Schulen der Betrieb nach und nach wieder anlaufen soll bis zu den Sommerferien für alle Klassen, aber zunächst mal seit dem gestrigen Donnerstag für die Zehntklässler. Also nach und nach beginnt das Leben wieder zu wachsen. Wir sehen auch, dass der Ort wieder voller wird. Nichtsdestotrotz gibt es auch Verschärfungen, die dazu beitragen, dass trotzdem möglichst ein Ausbreiten verhindert wird. Und das ist unter anderem das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ab dem kommenden Montag auch in Nordrhein-Westfalen verpflichtend. Ganz tagesaktuell auf dem Tisch haben wir die aktuelle Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Darin wird beschrieben, wer einen solchen Mund-Nasen-Schutz zu tragen hat. Und das ist zum einen natürlich, wie bereits beschrieben, im Einzelhandel sowohl der Einkäufer als auch der Verkäufer. Das ist natürlich im Bus jedermann, in der Bahn und im Taxi gleichfalls. Es sind aber hinzugekommen, diejenigen, die einkaufen, Speisen abholen und Getränke innerhalb einer Gastronomie, müssen diesen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch in Verkaufs- und Ausstellungsräumen der Handwerker und Dienstleister ist ein solcher Schutz zu tragen. Die Arztpraxen, Herr Dr. Schneider, ebenfalls. Und ansonsten gibt es aber auch Menschen, die diesen Mund-Nasen-Schutz nicht tragen brauchen. Das sind insbesondere diejenigen, die aufgrund einer Vorerkrankung nicht in der Lage sind, diesen zu tragen, die beeinträchtigt würden, und Kinder bis zum Eintritt des Schulalters. Herr Dr. Georg Schneider, schön, dass Sie uns wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir haben ja schon vor einigen Wochen über das Thema gesprochen, haben auch schon unsere Nähleistungen vorgestellt, mehrere Modelle hier präsentiert. Wie würden Sie heute beurteilen, wo es ja immer noch auch den Chef des Bundesärzteverbandes gibt, der dagegen prescht? Wie würden Sie heute die neue Regelung beurteilen? Ja, die Regelung ist wichtig und richtig, aber sie ist eine zusätzliche Regelung. Es bleibt dabei, an erster Stelle steht Abstand halten von mindestens 1,5 Metern. Das liegt daran, dass das Virus hoch ansteckend ist, aber eben durch Tröpfchen übertragen wird. Die Tröpfchen haben eine Reichweite von ungefähr 1,5 Metern, sinken dann zu Boden oder auf Oberflächen, die gereinigt werden können, vermehren sich aber nicht weiter in der Luft. Deswegen ist es wichtig, dass man a. den Abstand hält, b. die Nieshygiene und die Hustenhygiene einhält und zusätzlich dann diese Masken trägt, um auch feine Infektionen von Tröpfchen, die noch in der Luft sein können, nicht auf die eigenen Schleimhäute zu bekommen und sich damit infizieren zu können. Es ist also eine rein zusätzliche Maßnahme. Heißt das, ich brauche draußen, wenn ich auf der Straße bin, eine solche Maskierung nicht tragen? Ja, wenn ich mich mit meinen Familienangehörigen, mit den Bewohnern des häuslichen Umfeldes, so wie es bisher auch geregelt ist, draußen aufhalte, ganz normal, ich gehe spazieren, es wird Fahrrad gefahren, brauche ich diesen Mundschutz nicht. Ich muss ihn bei mir haben, steige ich ab, stehe an einer Ampel, es kommt jemand, spricht mit mir, ich komme ins Gespräch. Überall da, wo man auch sich bis zu 1,50 Meter näher kommt, immer den Mundschutz tragen, sofern es sich nicht um häusliche Angehörige handelt. Nun habe ich davon gehört, dass wenn ich niese im Klassenraum oder in anderen Räumlichkeiten, dass bis zu 2,5 Stunden dieser Virus auch in der Luft bleiben kann. Ich atme ihn ein und infiziere mich dann auch, ohne dass ich im Grunde genommen in unmittelbaren Kontakt mit jemand gewesen bin. Ja, das gilt vor allen Dingen für geschlossene Räume. Diese sollten stets gut belüftet werden. Man muss sich das vorstellen, wie wenn man draußen Lagerfeuer macht und es ist windstill. Es geht alles nach oben. Man kriegt, wenn man Tannenholz nimmt, eine schöne schwarze Rauchsäule. Sobald der Wind aufbläht, wird dieser Rauch verteilt und man sieht ihn teilweise in der Luft gar nicht mehr. Und genauso ist es auch mit diesen Tröpfchen zu verstehen. Hier nochmal unser Modell. Unsere Näherinnen von der Corona-Hilfe sind fleißig dabei, für jeden Schüler, für jede Schülerin in Hövelhof eine solche Maskierung zu nähen. Die Zehntklässler haben sie bereits bekommen. In den Schulen, auch am Bau- und Servicebetrieb, Henning, wie sieht es aus für diejenigen Schüler, die nicht in Hövelhof beschult werden? Wenn sie ihre Busfahrkarte vorzeigen, bekommen sie am Bau- und Servicebetrieb eine solche Maskierung kostenlos. In jedem Einzelhandel in Hövelhof, der sich mit Stoffen beschäftigt, kann man sie auch erwerben. Kommen wir daher auf Hövelhof zu sprechen. Die Zahlen von heute sind sehr, sehr gut geworden. Wir haben inzwischen 32 gesunde Patienten und nur noch tatsächlich 10 Erkrankte.
Worauf führen Sie das zurück, dass wir, nachdem wir eine Arztpraxis und nachdem wir unser Caritas Altenzentrum betroffen hatten, dann doch wieder jetzt in ein ruhiges Fahrwasser gekommen sind? Ja, wir sprechen immer von den Zahlen von heute. Heute haben wir noch 10 aktiv Infizierte. Es sind aber die Zahlen, die vom 23. April bis zum 8., vom 23. März bis zum 8. April entstanden sind. Durch intensive Maßnahmen des Mund-Nasen-Schutzes, durch Einführung der FFP2-Masken in der ambulanten und stationären Pflege, durch eine Woche später Einführen des Gesichtsschutzes mit der Plexiglasscheibe. Die Zahlen hinken ungefähr 3 bis 4 Wochen hinterher. Die Zahlen, die wir heute haben, sind schön. Die Zahlen, die wir in 4 Wochen haben, können ganz anders aussehen, insbesondere wenn die Lockerungen zu schnell durchgeführt werden, wenn sich zu wenige Bürger dran halten und vor allen Dingen, wenn der Abstandsschutz leidet. Das ist die große Sorge der Virologen, das ist auch die große Sorge des Robert-Koch-Institutes. Sobald sich das Virus weiter vermehrt, sobald wieder eine höhere Reproduktionszahl erreicht wird und die Verdopplungszahl wieder steigt, kann das Gesundheitssystem im Rahmen einer zweiten Welle ab Mitte Mai, Anfang Juni immer noch schwer überlastet werden. Das ist auch meine Sorge. Ich habe diese Woche einen Podcast von Dr. Drosten gehört, Professor Dr. Drosten, der deutlich gesagt hat, wir sind dabei, unseren Vorsprung, den wir hatten, zu verspielen. Wir hatten 4 Wochen voraus. Wir haben, wie er sagte, eigentlich milde Maßnahmen ergriffen, im Gegensatz zu vielleicht Frankreich. Und nun fangen wir aus seiner Sicht 2 Wochen zu früh an mit den Lockerungen. Wir hätten auf eine Reproduktionsrate von 0,2 kommen können, dann wären wir in einem guten Fahrwasser. Jetzt droht das Ganze doch wieder in eine andere Richtung zu gehen, weil es Ansteckungsherde geben könnte, die wir nicht mehr nachvollziehen könnten, wie beim letzten Mal, wo ja Ischgl oder die Auslandsreisenden diejenigen waren, die das Virus nach Deutschland gebracht haben. Nordrhein-Westfalen ist sehr weit vorgeprescht, wie ich finde, weiter als das, was eigentlich vereinbart worden ist mit der Bundeskanzlerin. Wie bewerten Sie den Laschet-Kurs derzeit? Ja, es ist ganz schwierig. Die Basisreproduktionszahl muss niedrig gehalten werden. Die muss auch unter 0,5 gehalten werden, um eben keine zweite Welle erreichen zu können. Die Maßnahmen der Lockerung durch die Bundesregierung hatte ich auch so verstanden, dass man anfangen will, im Bereich der Bundesländer den kleinen Finger zu reichen. Manche Bundesländer nehmen jetzt die ganze Hand, teilweise den Unterarm. Dass da wirtschaftliche Interessen hinterstecken, ist alles richtig. Wir haben uns von Anfang an Herrn Drosten und am RKI orientiert und sind damit eigentlich immer gut gefahren. Und ich habe die gleiche Sorge, dass eine zweite Welle kommen wird, wenn wir denn jetzt weitere Lockerungen machen und wenn wir nicht intensiv reagieren und kontrollieren, dass Abstand plus Hygiene plus Mundschutz durchgeführt wird. Ist auch meine Sorge auch für Hövloff, dass man immer mehr jetzt denkt, wir sind in der Endphase und wir können wieder enger zueinander rücken. Wir können wieder auch uns auf Festivitäten vorbereiten. Wir können durchaus auch wieder die Besuchszahlen erhöhen. Was können wir den Hövelwein raten, damit wir zumindest hier nicht zu einem solchen Hotspot werden? Ja, wir stehen immer noch am Beginn der Infektion. Wir sind sicher noch lange nicht damit durch. Es ist ganz wichtig, dass Impfstoffe gefunden werden. Es ist ganz wichtig, dass möglicherweise medikamentöse Therapien, also Tabletten beispielsweise, gefunden werden, auch zur Behandlung bei akuten Infektionen. Aber es ist umso wichtiger, die Basisreproduktionszahl und die Verdopplungsrate weiter zu senken. Solange kann es keine Massenveranstaltungen, solange kann es keine Treffen außerhalb des familiären Umkreises mit mehreren Menschen geben. Darum soll dies unser Appell nochmal an Sie sein. Bitte seien Sie weiterhin umsichtig, seien Sie weiterhin vorsichtig, damit wir zumindest in Hövloff beim nächsten Mal diejenigen sind, die vielleicht als Letzte betroffen sind, damit wir sagen können, wir haben gelernt aus dem, was wir bereits an Erfahrung gemacht haben. Wir haben das gut in den Griff bekommen, auch dank der Arztpraxis Dr. Schneider und seinem gesamten Team, dem ich nochmal ein herzliches Dankeschön auch aussprechen kann, dafür, dass Sie sich so hier in Hövloff engagiert haben und dass Sie uns so gut beraten haben, hier auch im Krisenteam. Wir sind weiterhin für Sie da regelmäßig. Die Corona-Hilfe steht bereit, wenn Sie auch Sozialfragen haben. Man hilft Ihnen an jeder Stelle in Hövloff. Und wir hoffen, dass wir uns irgendwann auch tatsächlich wieder begegnen. Zunächst mal sind die Festivitäten alle abgesagt bis zum 31. August. Und auch darüber hinaus wird es sicherlich schwer sein, uns wieder in großen Gruppen zusammenzufinden in absehbarer Zeit. Von daher umso wichtiger, dass wir uns über dieses Medium regelmäßig sehen, dass wir Ihnen aus dem Hövloffer Rathaus unmittelbar das wiedergeben können, was sich in Hövloff gerade abspielt. Und wir zählen weiterhin auf Sie. Ein herzliches Dankeschön für Ihr Verständnis.